So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Reihe meiner Let's Plays. Heute habe ich mir das schöne, wo ist denn eigentlich die Verpackung? Ah, da vorne. Egal, die schöne Reihe Last of Us, das Spiel Remastered, geholt. Bin mal gespannt, es hat ja angeblich irgendwie über 200 Game of the Year Awards bekommen. Soll ein richtig hammermäßig gutes Spiel sein. Ja, ich würde sagen, legen wir einfach mal los, lassen uns überraschen. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, habe ich jetzt auch mal die Facecam an. Denn wir wollen ja sehen, wie ich mich voll mache. Tommy, hör mir zu. Er ist der Lieferant. Okay, ich brauche den Job. Ich verstehe. Lass uns morgen früh drüber reden, okay? Okay. Wir reden morgen früh. Okay, bis dann. Hey. Rutsch mal. War ein harter Tag, hm? Warum bist du noch wach? Es ist spät. Oh nein, wie spät ist es? Du solltest schon längst im Bett sein. Hauptsache, es ist noch heute. Kleines, bitte nicht jetzt. Ich habe keine Energie dafür. Hier. Was ist das? Dein Geschenk natürlich. Happy Birthday to you. Du redest dauernd von deiner kaputten Uhr. Da dachte ich, naja. Das ist schön. Magst du sie? Kleines, sie ist Was? Schön, aber... Ich glaube, sie ist stehen geblieben. Was? Nein, nein, nein. Oh, haha. Wo hast du das Geld dafür her? Drogen. Ich deale mit harten Drogen. Oh gut, dann kannst du helfen, das Haus abzubezahlen. Ja, bestimmt. Anfangen, Banjo oder Gitarre zu lernen, das wäre doch was, oder? Gute Nacht, meine Kleine. Schlaf gut. Hallo? Sarah. Kleines, du musst mir deinen Daddy geben. Onkel Tommy, wie viel Uhr ist es? Ich muss dringend mit ihm sprechen, da ist er. Spät wahrscheinlich. Onkel Tommy? Hallo? Das klingt nicht gut. Das klingt überhaupt nicht gut. Ach, wir sind ja schon im Spiel. Was ist denn da los? Geht auch wieder so nahtlos ineinander über. Was haben wir denn da? Ach, verdammt. Die habe ich total vergessen. Das ist blöd. Das, ja. Du bist kein Fossil. Jetzt. Sehr charmant, das Mädchen hier. So. Schalalala. Daddy? Dad? Ich kann's vorhersehen. Daddy? Ja, das sind immer so die Räume, in die man unbedingt reingehen sollte. Bist du hier? Das sieht nicht so aus, oder? Verdammt, wo bist du? Uns erreichen Berichte, dass die Opfer der Infektion zu erhöhter Aggressivität neigen und, Es ist in der Nähe. Das müssen wir uns mal anschauen hier. Es scheint, dass die Soldaten hinter mir... Ja. Was war das? Ja. Sag mal, Mädchen, hast du hier irgendwo... Eine Knarre? Ja.
ist los? Shit. Ich muss sagen, es steigt ja mal richtig direkt ein hier. Oh, die Cops. Schnell, Kind, versteck deine Drogen. Ein Messer, ich brauche ein Messer. Sein Telefon. Panne geht natürlich auch. Ah, da ist es. Hallo? Acht Anrufe. Verdammt, wo bist du? 35% Akku, das ist nicht gut. Ruf an! Bin auf dem Weg. Rausgehen ist vielleicht nicht so klug. Wobei es insgesamt nicht so klug war, das Spiel zu holen, habe ich langsam das Gefühl. Ah, Daddy. Ab geht's. Da bist du ja endlich. Sarah, bist du okay? Ja, klar, warum nicht? Hallo. War hier jemand drin? Nein, wer sollte hier reinkommen? Halt dich von den Türen fern. Bleib einfach zurück. Dad, irgendwie machst du mir Angst. Mit Was ist denn ihr. Los? Das sind die Coopers. Was stimmt nicht mit ihnen? Ich glaube, sie sind krank. Sie sind krank? Oh Gott. Jim. Dad. Jimmy, komm her. Komm her. Alles klar. Nein! Okay. Du hast ihn geschossen. Ich habe ihn heute Morgen gesehen. Hör mir zu. Hier geht was Schlimmes vor sich. Wir müssen hier raus. Hast du verstanden? Ja. Sicher? Tommy, los. Los. Zieh das mal her. Ich weiß nicht, ich glaube, wir müssen da nicht raus. Verdammt, warst du? Weißt du, was hier draußen los ist? Ich hab da eine Ahnung. Komm, Scheiße. Geh da rein. Da ist überall Blut. Ich meine, lasst uns einfach ankommen. Scheinen sind so gut wie alle in der Stadt durchgedreht. Können wir bitte gehen? Einfach eine Tür oder sowas. Sagst du mir, was passiert ist? Später. Cool. Ich muss jetzt mal selber fahren. Ganz gut. Machst du das Radio an? Ja, klar doch. Danke. Okay. Kein Radio. Ja, es geht super. Eben noch hat der Sprecher ballert. Und wo sollen wir hin? Gute Frage, wo gehen wir? Er sagte, das Militär baut Straßensperren auf. Kein Zugang zu Travis County. So schnell wie möglich weg. Ja, die 71. Wie viele sind denn gestorben? Viele, glaube ich. Meine Familie lag völlig zerfetzt im eigenen Haus. Das ist eine gute. Ja. Antwort. Viele. Oh. Großer Gott, wie ist das passiert? Das weiß niemand. Noch. Das passiert nicht nur hier. Erst schien es nur der Süden zu sein. Jetzt hört man das über die Ost- und die Westküste. Auf das Haus gehen wir mal nicht mehr rein. Was ist Louis' Farm? Ich hoffe, der Schweinehund hat's geschafft. Ganz bestimmt. Na klar, so Schweinehund. Sind wir krank? Nein, natürlich nicht. Woher weißt du das? Sie das ist auch cool, dass sie direkt dann mitwandert. Hat er nicht in der Stadt gearbeitet? Hat er, das stimmt. Alles gut, glaub mir. Ja. Okay. Okay. Teufel machst du? Fahr weiter. Sie haben ein Kind, Joe. Haben wir auch. Wir haben doch Platz. Hey, fahr vorbei, stopp. Tommy. Stopp! Oh Mann. Ich habe mehr gesehen als du. Und anders wird kommen. Wir hätten helfen sollen. Ja, ich weiß nicht. Doch, ah, jawohl. Zack, ist rausgefahren hier. Oh, Stau. Stau auf Deutsch. Ja, da hat doch tatsächlich die Aufnahme automatisch angehalten. Das ist natürlich richtig cool. Ja. Der hat mal Hunger, ne? Was zum Teufel war das? Hast du es gesehen? Ja, hab ich. Gib mir eine Knarre. Dreh hier. Gib mir doch eine Knarre. Wovor rennen die weg?
Ich versuch's ja! Oh nein! Wir können hier nicht anhalten, Tommy! Ich kann nicht durch sie durchfahren, Joel! Fahr zurück! Hinter mir sind sie auch! Da, da, da! Festhalten! Fahr! Oh je. Jawoll! Cool! Hat's uns mal weggeflasht hier. Daddy? Hey. Ah. Hey. Okay. Pass auf! Zurück, Kleines. Zurück. Ja, ich muss immer noch schauen, welcher Knopf es ist. Aber ja, was soll's. Hey. Ja. Hey. Raus hier. Ja, gute Stimmung hier. Okay. Ben! Ich bin da, Kleines. Okay, gib mir die Hand. Oh, verdammt! Mein Bein tut weh. Wir müssen jetzt. Doch, sowieso. Kann ich hier einen Turbogang einlegen oder so? Mal alle aus dem Weg hier. Daddy. Er ist tot. Angst. Lauf. Hab die Augen zu, Kleines. Oh, oh. Eieiei, Leute. Wo ist denn hin? Ich mach gut auf. Leute, abrennen. Sag mal, geh mir doch nicht in den Weg hier. Ihr alten Säcke. Ja, laufen auch drum. Ne? Warum machen die das? Ja, die einfach nur mich. Oh, ich werde. Vor allem, warum fallen die Leute alle gerade mal wieder hin? Zurück, wieder! Machen wir die Tür auf. Hier. Oh. Lauf weiter, mach, dass ihr wegkommt! Kann ich wieder schneller rennen, das ist schön. Ganz schön geschissen. Bewegung! Los zum Highway! Los, du hast Sarah! Ich bin schneller als sie! Okay, Tommy! Wir treffen uns dort! Mach schnell! Okay. Oh, schön beleuchtet. Alles klar. Wir sind fast da. Komm näher. Ach, echt? Das hätte ich gar nicht gedacht. Dad? Oh, verdammt. Okay. Nacht im Dunkeln? Ah. Okay. Ist okay, Kleines, wir sind sicher. Hey! Ui, 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 helfen Sie uns! Stop. Bitte! Meine Tochter, ich glaube, ihr Bein ist gebrochen. Lass das stehen! Okay. Wir sind nicht krank. Wir sehen nur so aus. Ich habe hier Zivilisten im äußeren Umkreis. Oh. Anweisung? Daddy, was ist mit Onkel Tommy? Wir bringen dich in Sicherheit und holen ihn dann, okay? Sir, es ist ein kleines Mädchen. Aber... Ja, Sir. Glauben Sie mir, wir sind gesund, aber wir brauchen Ihre Hilfe. Scheiße. Okay. Onkel. Dann knallen wir halt mal den Soldat ab. Sarah! Alter. Ich weiß, Sarah, ich weiß.
Alter Schlappe. Hör zu, ich weiß es nicht. Alles wird gut, Sarah. Bleib nur wach. Okay, Sarah. Ich heb dich jetzt hoch. Ich weiß, Kleines, es tut weh. Komm schon, Sarah, bitte. Ich weiß, Kleines, ich weiß. Sarah. Alter. Kleines. Fies, fies, fies. Kleines, du mir das nicht an. Du mir das nicht. Träne verdrückt hier. Oh Gott. Bitte nicht. The last of us. Okay. Naughty Dog Production. Okay, das war dann mal jetzt das Intro. Ich habe gedacht, wir werden schon vor. Oh. Die Anzahl der bestätigten Opfer beträgt über 200. Der Gouverneur hat den Notstand ausgerufen. Das war unfassbar. Aber Hunderte von Toten lagen auf den Straßen. Panik verbreitet sich weltweit, nachdem laut einem Geheimbericht der Weltgesundheitsorganisation die neuesten Impfversuche gescheitert sind. Mit der Entmachtung der Bürokraten können wir endlich die notwendigen. Los Angeles gehört jetzt ebenfalls zu den Städten, die unter Kriegsrecht stehen. Alle Bewohner müssen sich innerhalb von 72 Stunden bei ihrer Zuständigkeit. Schon seit 3 Tagen in Folge herrschen schwere Unruhen und die Wintervorräte werden immer knapper. Eine Gruppe, die sich selbst Fireflies nennt, übernimmt die Verantwortung für beide Angriffe. Ihre öffentliche Satzung fordert die Rückkehr aller Teile der Regierung. Es kam zu Demonstrationen nach der Hinrichtung von 6 angeblichen Fireflies. Ich weiß nicht, aber ich hätte mir schon einen anderen Namen überlegt, wie Glühwürmchen. Wenn du in der Zeit bist, such nach dem Licht. Vertraue auf die Fireflies. Na, das wollen wir noch sehen, ob wir darauf vertrauen, oder? Cool, es ist Sommer. Ach so, 20 Jahre später. 20? 20? Leute, Leute. Oh Gott, ist der alt. Der ist auch schon halber blind, der Mann. Ich komme. Na, wie war dein Morgen? Frühstück. Wer will schon Müsli? Nein, für mich nicht. Ich habe interessante Neuigkeiten für Wo dich. Wo warst du, Tess? West End Bezirk. Hey, wir hatten eine Lieferung. Wir hatten eine Lieferung. Tja, du wolltest deine Ruhe, weißt du noch? Dann lass mich mal raten. Es lief total schief und der Kunde hat unsere Pellen. Kommt das in etwa so hin? Es lief alles wie geplant. Die Lebensmittelkarten werden locker für Monate reichen. Und was ist das da? Ich war schon auf dem Rückweg, als mich plötzlich 2 Arschlöcher angegriffen haben, okay? Ja, die beiden haben mich überrascht, aber... keine große Sache. Gib mir das. Leben die Arschlöcher noch? Sehr lustig. Weißt du wenigstens, wer es war? Ja, das waren einfach nur 2 Arschlöcher. Sie sind egal. Was nicht egal ist, ist, dass Robert diese Penner geschickt hat. Unser Robert? Er weiß, dass wir ihn suchen. Er versucht einfach, uns zuvorzukommen. Mistkerl. Wer ist schlau? Nein. Wer ist dieser Robert? Er ist nicht schlau genug. Ich weiß, wo er sich versteckt. Natürlich weißt du das. Alles. Im Lagerhaus in Area 5. Doch wer weiß, wie lange noch. Na, dann gehen wir doch gleich, okay? Von mir aus gern. Dann gehen wir doch einfach mal hin, oder? Tja. Sieht doch ganz gemütlich aus. Kontrollpunkt 5 ist noch offen. Nur ein paar Stunden bis zur Sperrstunde. Dann gehen wir, ne? Dann sollten wir uns beeilen. Doch das, würde ich sagen, ist das dein Ernst? Tun wir in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut und haut rein, falls ihr euch wundert, warum auf einmal die Facecam aus ist. Ich habe ein paar technische Schwierigkeiten hier. Muss alles noch richtig einstellen. Aber, ja, wie gesagt, wir sehen uns in der nächsten Folge. Macht's gut und haut rein.